Sieh an, der Giftschrank ist auch offen. Da können wir ja mal ein paar Sedativa klauen. Aber ich komme noch nicht rein. Sieh an, der Giftschrank ist auch offen. Na toll. Dann öffne den doch mal bitte. Hier ist auch bloß... Ja, super. Nee, toll, dann halt erst später. Aber das ist garantiert noch wichtig. Garantiert. Warte mal, hier von hier drüben hat das doch gerade geschrien. Abgeschlossen. Ja, hier ist zu, okay. Und hier drüben ist auch ansonsten, ja, da kommt nichts hinzu, in Ordnung. Dann gehen wir mal hier rüber zu den Zellen. Mein Zelle 1. Was zum Teufel ist denn hier passiert? What the fuck? Er ist ja bewusstlos. Der ist betäubt worden. Was haben wir denn da? Sedativum. Na sowas. Aha. Das ist Valisidanol. Ein extrem starkes Sedativum. Das muss Yang Ihnen gespritzt haben. Ich muss Ihnen das Gegenmittel geben. Na super, steck erstmal ein, das Sedativum. So. Ist das bloß bei ihm oder sind die anderen auch betroffen? Ist jetzt die Frage. So, ja, Zelle 2 brauche ich nicht gucken. Mein Gott. Ach, verdammt, die sind echt alle hier umgenietet worden. Aber es scheint bloß die eine Flasche Sedativum... Das gibt's doch nicht. Ja, große Überraschung. Scheint bloß die eine Flasche vom Sedativum gewesen zu sein. Na, du sollst dann auch durchgehen hier. Gucken wir nochmal hier drüben nach, damit er nochmal seine Empörung ausstoßen kann. Er ist auch bewusstlos. Ja, aber er hat sich bewegt. Ich hab's genau gesehen. Der tut bloß so. Ja, dann holen wir jetzt mal das Gegenmittel. Und machen die alle wieder wach. Die sollten jetzt garantiert entsorgt werden, da bin ich mir sicher. Oder einfach wieder halt unter Drogen gesetzt, damit sie dann... Ich brauche das Sedativum, um ein geeignetes Gegenmittel herauszusuchen. Damit sie dann nichts mehr sagen können. So, Sedativum... Betracht. Das ist Valisidanol, ein extrem starkes Sedativum. Ja, das wissen wir ja. Achso, ich soll es wahrscheinlich ja wieder benutzen. Damit. Valisidanol, dagegen helfen 10 ml Akinetrin. Ich nehme gleich ausreichend für alle mit. In ein paar Stunden sind sie dann wieder wach. Mach das. Ich frage mich bloß gerade, das ist irgendwie ein bisschen dämlich, beziehungsweise ein bisschen unlogisch. Dave hat jetzt das Sedativum hier gut, ist in Ordnung, aber woher weiß er, was für eine Dosis die Leute gekriegt haben? Er sagt jetzt 10 Milliliter vom, wie hieß, egal, vom Azinitrin, glaube ich, ne? Aber er weiß doch gar nicht, was für eine Dosis vom Sedativum die gekriegt haben. Das heißt, er kann doch auch gar nicht bestimmen, was für eine Gegendosis er geben muss. Das ist eigentlich irgendwie ein bisschen unlogisch, oder? Kommt mir jetzt zumindest unlogisch vor. Ich meine, ich bin kein Mediziner, ich weiß nichts da, ich kenne mich da nicht mit aus, aber das wäre jetzt... Bewusstlos. Das hatten wir schon. Das wäre jetzt für mich irgendwie so das Logische dabei. Gut, verwenden wir mal den Kram hier auf die Patienten. Das wär's. So, das dauert sicherlich eine Weile, ne? Patient 1, ja, kann man nichts mitmachen, okay. Dann geben wir den anderen dreien auch noch den Kram. Und ja, dann schauen wir mal, was dann passiert. Ich nehme mal an, dann werden die hier schon wieder ankommen. Achso, ich muss ja wahrscheinlich das auch ausrüsten, das könnte helfen. Oder auswählen. Blub. So. So, sagt er. Und dann werden die wahrscheinlich schon ankommen und dann müssen wir mal schauen, wie wir die hier außer Gefecht setzen können. Oder wie wir uns verteidigen können. Die liegt auch wieder extrem geil da, finde ich. Ich fand ja doof, alles klar. Ja, gerade Zelle 4 hier, da war ja eigentlich gewesen, ich muss noch Zugang finden, damit sie was sagen kann. Also schien sie ja noch irgendwas parat zu haben und das haben wir jetzt aber offenbar nicht gehört und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das noch kommen wird so wirklich. Er ist auch bewusstlos. Das hatten wir schon. Ich glaube nicht, dass das noch kommen wird, also dass wir hier nochmal mit denen sprechen können werden. Sprechen werden können? Wie auch immer. Okay. So. Jetzt haben wir sie alle und ich nehme mal an, jetzt wird gleich richtig die Kacke am Dampfen sein. Jetzt muss ich nur ein Weilchen warten. Oh, jetzt sind wir schon am Nachmittag hier am 15. November. In Ordnung. Zelle 1. Gut, jetzt sitzen sie alle wieder. Das ist schon mal gut. Aber das Geile ist, ja, Dr. Yang ist jetzt einfach abgehauen und irgendwie kommt er auch nicht wieder mit seinen Leuten oder braucht hier einen halben Tag lang, damit hier mal irgendjemand kommt, ne? Während die Killer hier gestern direkt mal nachts da gewartet haben. Egal. Ah, du bist wieder wach. Der Doktor. Ich weiß, er hat dir ein Mittel gegeben. Euch allen. Ich fühle mich mies. Ich habe dir das Gegenmittel injiziert. Es wird dir bald wieder besser gehen. Ich habe Angst. Ich will nicht dahin. Wohin?
Was hat Dr. Young gesagt? Wir werden verlegt. In ein anderes Krankenhaus. Was? In welches? Hat er das auch gesagt? Klinik für Neurochirurgie, glaube ich. Neurochirurgie? Bist du sicher? Ja, das hat er gesagt. Was werden Sie da mit uns machen? Neurochirurgie. Da wird doch der Kopf operiert, ja, oder nicht? Das kann nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du hast dich bestimmt verhört. Die wollen uns doch nicht operieren, Doktor. Oder? Die wollen euch unschädlich machen. Auf keinen Fall werden sie das tun. Ich helfe euch hier raus. Pass auf, Junge. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich werde hier nicht mehr lange Zutritt haben, wie es aussieht. Wir müssen die Untersuchungen zu Ende bringen. Und dann müsst ihr weg von hier. Du weißt noch, was wir zuletzt besprochen haben? Ja. Gut, dann entspann dich jetzt. Wir sind fast am Ziel. Es ist wichtig, dass wir es schaffen. Ist gut. Konzentriere dich und sag mir, was du siehst, bevor ihr in der Küche wart. Was ist da passiert? Killerspiele! Ja, so weit waren wir jetzt schon mal. Ihr seid verloren. Aha. Das ist es also. Etwas ist mit euch geschehen, als ihr an diesen Computern gesessen habt. Etwas hat euch verändert. Dicker Mindfuck, würde ich sagen. So was gibt's denn da schon wieder? Ach du lieber Himmel. Ich muss sofort los. Ich bin bald zurück. What? Was denn jetzt schon wieder? Hier PDA, 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 verwenden bitte. Nachrichten. Ach so, okay, das Treffen geht klar. Ich bin im Park, Kim. Wir gehen rüber. Okay, da haben die kräftigen Mindfuck mit denen veranstaltet, sozusagen. Und haben die irgendwie hypnotisiert oder irgendwas, so wie mir scheint. Und ich nehme mal an, Dr. Young, der ist ja Spezialist auf dem Gebiet der Behandlung mit Medikamenten gewesen. Ich nehme mal an, er wird dann da erprobt haben mit den Medikamenten. Also der wird den Geist dafür geöffnet haben durch die Testosteron-Dosen, denke ich mal. Und die haben dann mit diesen epilepsiemäßigen Lichteffekten, denke ich mal, einfach dann das irgendwie ausgelöst, da diese Hypnose oder was. Und wollten dann schauen, ob sie die zu Killermaschinen Was machen die da hinten? Sah gerade aus, als ob der eben eine Knarre an den Kopf hält, aber doch nicht. Und offenbar haben die ja versucht, da Killermaschinen heranzuzüchten. So, und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wenn wir in den Central Park gehen. Donnerstag, 15. November 2007, Abend. Da hinten ist sie. Die Musik kann nichts Gutes bedeuten. Hi. Du siehst gut aus. Gib dir keine Mühe. Es ist vorbei. Komm schon, lass mich wenigstens... Nein, es ist zu spät. Wer ist er? Ich wollte nicht allein kommen. Du... Terry. ...hast mir Angst. Es tut mir leid.
Leb wohl. Natürlich, Terry. Terry? Was machst du denn hier? Oh, ja, ich verstehe. Das habt ihr euch ja fein ausgedacht. Dave. Ich habe es gewusst, David. Du bist verloren. Oh shit. Wenigstens hat er nicht geschossen. Das ist doch Mr. Flynn. Guten Abend, Sir. Darf ich fragen, was das zu bedeuten hat? Was machen meine Koffer hier draußen? Ihr Zimmer ist geräumt worden, Sir. Anordnung der Geschäftsführung. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Tut mir leid, Sir. Wo soll ich jetzt auf die Schnelle ein neues Zimmer herbekommen? Sir, ich habe meine Anweisung. Also schön, aber das wird ein Nachspiel haben. Bestellen Sie das Ihrem Chef. Können Sie mir mal verraten, wo ich jetzt hin soll mit dem Zeug? Bei dem Wetter? Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Nein, vielen Dank. Ich komme schon zurecht. Ganz wie Sie meinen. Auf Wiedersehen, Sir. Ist auch geil. Das ist ja wirklich großartig. Und was mache ich jetzt? Ist auch geil, die Koffer in den Regen rausgestellt, wirklich, ne? Und ja, das war jetzt ja gar nicht so überraschend, finde ich, dass Terry da mit dabei war. Das war irgendwie schon die ganze Zeit über klar, finde ich, dass Kim und Terry, dass da was, ja, das war mir schon von vornherein nicht so ganz koscher. Aber da ist sie extra nach New York gekommen, um das zu sagen. Das ist doch echt bescheuert, ehrlich mal. Haben wir denn jetzt, nee, wir haben gar keinen Brief einstecken. Die hat uns doch einen Brief in die Hand gedrückt. Ach, ich meine, ich kann es ja verstehen, wenn Dave unberechenbar ist und auch psychisch einen Knacks hat und ihr vielleicht auch den Lebenstraum des künstlerischen Schaffens kaputt gemacht hat durch diesen Unfall oder wenn man es den Unfall nennen kann, durch diesen Ausraster. Aber das ist doch schon dämlich, wie sie sich benimmt, finde ich. Also das kann man auch erwachsen und ordentlich regeln. Das ist doch kein Wunder, dass der da... Ich meine, wenn er schon dazu neigt, mal auszurasten, dann mache ich das doch nicht so. Das ist doch echt bescheuert. Naja gut, wir haben jetzt eigentlich... Was sollen wir jetzt machen, ist die Frage. Echt, was sollen wir jetzt machen? Wo hast du die jetzt hingesteckt? In die Hosentasche. Mhm. Die Koffer in die Hosentasche, supi. Ach, spitze Leute, das Auto ist herrlich. Dann gehen wir mal in die Nighthawk Bar. Vielleicht kommen wir jetzt hier mal rein und können hier zumindest kurz Obdach finden. Doc, Sie reisen ab? Nein, ich reise nicht ab. Wozu dann das Gepäck? Ich hatte ein kleines Problem mit dem Hotel. Aha. Ein Drink? Jetzt nicht. Randall, kann ich meine Koffer hier unterstellen, bis ich was Neues gefunden habe? Sie machen mir wirklich Sorgen. Was stellen Sie bloß immer an? Ich weiß auch nicht. Ich kann Ihnen sagen, ich habe die Nase ziemlich voll. Ein paar Leute werden jetzt mächtig Ärger mit mir bekommen. Vielleicht sollten Sie Riker seine Knarre lieber zurückgeben, Doc. Nein, ich brauche sie. Das klingt nicht gut. Was ist mit der Rechnung? Soll das verdammte Hotel doch klagen? Mich interessiert das nicht mehr. Ihre Rechnung bei mir? Oh, hören Sie, Sie bekommen Ihr Geld, Randall. Ich muss jetzt los. Was haben Sie vor? Doc, Sie machen doch keine Dummheiten, oder? Wer weiß. Oh, oh. Mann, Dave, denk doch mal nach, sei mal irgendwie ein bisschen vernünftig. Und das ist schon wieder die im roten Kleid, die ist jetzt hier schon... fast jede Nacht da gewesen. Jetzt hat sie ja sogar meine Freundin mitgebracht. Mensch, Mensch. Aber das Auto ist immer noch das Beste. Ich bin froh, dass ich das überhaupt mitgekriegt habe da mit der Parkkralle. Okay, dann machen wir jetzt mal wieder rüber. Und dann werden wir mal nach unseren... Ich warte. Moretti wird bestimmt gleich kommen. Ach so, natürlich. Ich wollte gerade sagen, wir werden nach unseren Patienten schauen, aber wir müssen natürlich erstmal auf Moretti warten.